Ich sehe gerade, die Süddeutsche hat hier irgendwie sechsteilige Reihe mit Einbürgerungstests. Ja, nee, Deutschland kenne ich schon. Es ist immer noch Deutschland. 20 Fragen zum Amerikaner. Machen wir das doch mal heute. Ja. Irgendwie, Greenscreen ist eine tolle Sache, aber wenn man was Grünes am Kopf hat, ist überall was Grünes, dann nehme ich den Scheiß halt ab. Es macht sich besser irgendwie. Ich hatte mal irgendwo einen Kamm hier. Das macht es auch nicht besser irgendwie. Aber wenigstens verschwindet mein Kopf jetzt nicht. Okay. Jetzt kriege ich auch noch Meldungen hier von Romandy. Geht gleich weiter, kleinen Moment. So, das ist dumm. Dumm! Okay. Will mich erst die Haare waschen, bevor ich hier. Das sieht ja furchtbar aus. Sieht ja aus wie Snape. Naja, gut, jetzt muss ich mich die ganze Zeit angucken und ihr jetzt halt dann auch. Oder warte, ich kann den auf links drehen. Ich kann den auf links drehen und dann. Nein. Okay, also mit 20 Fragen zum Amerikaner lassen wir uns mal nicht weiter ablenken. Wir haben jetzt schon 2,5 Minuten hier verbraselt. Okay, starten. In welchem Jahr wurde die Verfassung geschrieben? Da sie von den USA, ne? Okay. Da sie irgendwie 1776 in Kraft getreten ist, wird sie wohl 53 geschrieben sein. Leider falsch. Versuchen Sie es. Ah, nee, ich will nicht nochmal versuchen. Ich will wissen, was für ein Ergebnis ich habe und ob die mich nehmen würden, verdammt. Das ist das falsche Quiz hier. Das ist wieder Süddeutsche wieder, natürlich. Na gut, dann muss ich ein anderes suchen. Bin gleich wieder da. Vielleicht hole ich mir in der Zwischenzeit auch einen Kamm oder sowas. Mal sehen. Bis gleich. Okay, das ist jetzt hier von 2016. Wird also wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein, weil 2016 haben die USA, falls ihr das noch nicht wisst, eine neue Regierung bekommen, die da jetzt sitzt und die hat so eigene Ansichten, was das Thema Einwanderung angeht. Ich weiß nicht, ich guck noch mal nach einem anderen. Das ist 2016, das ist nee. Ja, und hier gibt es ganz viele Ressourcen für, wenn man wirklich hier lernen will, was man alles wissen muss. Also es gibt da hier so einen Grammatiktest, muss man machen und die Fragen beantworten zum Regierungssystem in den USA. Ach so, das ist das Mikrofon, was mir da. Das ist also kein Dreck, sondern das Mikrofon. Wo? Hier. Kann das abmachen? Ah nee, das ist tatsächlich kein Dreck. Das ist nur abgeschabte Farbe. Okay. Also das ist auch nicht das, was ich suche.
Quiz. Okay, das sieht nach ungefähr dem aus, was ich haben will. Aber hier sind scheinbar alle Fragen drin. Und der Einbürgerungstest für Deutschland. Und den brauche ich ja eigentlich nicht machen. Bin ja schon da. Okay, aber versuchen wir mal. Nehmen wir mal an, wir wollten nach Hamburg ziehen. Schauen wir mal. Dann machen wir halt den Deutschen. So. Und dann suche ich einen US-Test irgendwann nochmal. Was habt ihr jetzt davon? Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch. Von einer Diktatur zur Demokratie, von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus, von einer Monarchie zur Sozialdemokratie, von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat. Denk mal, das wären die meinen. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit. Ach so, das ist jetzt die Antwort. Ja, war richtig. Okay. Sagt mir gleich, ob es richtig war. Gut, dann so funktioniert das hier. Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten? Die Versicherungspflicht, die Kündigungspflicht, Frist, die Arbeitszeit, die Gehaltszahlung, die Kündigungsfrist, natürlich auch die Gehaltszahlung. Kann man beides sagen? Nee, kann man nicht. Man muss schon gucken, dass man sein Geld kriegt dann, weil. Ja, nächste Frage, das war richtig. Vom Volk gewählt wird in Deutschland der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin, der Bundestag, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. Nur der Bundestag. Ja, erklären. Die werden vom da gewählt, das wird vom da gewählt und die werden vom da gewählt. So, seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro in Bar? Seit 2002. Das weiß ich, weil da war ich dabei. Okay. In welchem anderen Land gibt es große deutschsprachige Bevölkerung? In Österreich, Spanien, Norwegen oder Tschechien? Das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob es in Tschechien noch eine große deutschsprachige Bevölkerung gibt. Ich glaube in Spanien, ich glaube Mallorca zählt nicht. Norwegen, Österreich, würden die das Deutsch nennen, was sie sprechen, ist die Frage. Oder ist es österreichisch? Ich weiß, die Schweizer haben ja ihre eigene Sprache, obwohl man das noch irgendwie versteht. Aber die Österreicher, sagen wir mal Österreich. Stimmt. Gut, nächste Frage. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? Sozialversicherung, Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld, Sozialversicherung, natürlich. Nächste Frage. Das nervt, dass man immer die Antworten nochmal zu Gesicht bekommt. Ich möchte gerne insgesamt dann wissen, wie ich abgeschnitten habe. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus. Doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? Eine Anzeige schreiben, den Fernseher reklamieren, das Gerät ungefragt austauschen, die Garantie verlängern. Fernseher reklamieren. Ja, nächste Frage. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger, Helmut Schmidt, Willy Brandt. Das war Konrad Adenauer. Wie hieß genau? Ja. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Tschechien, Bulgarien, Griechenland, Portugal, Tschechien. Welchem Grundsatz unterliegen die Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind sicher, offen, freiwillig. Geschlossen gleich sicher. Offen sicher frei. Frei gleich geheim.
geht's weiter hier? Nächste Frage da unten. Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? Na, Polen und Schweden eher nicht. Italien und Japan eher nicht. Japan war ja genauso besiegt wie wir, weil das waren ja irgendwie die Verbündeten von Deutschland im Zweiten Weltkrieg. USA, Sowjetunion, Spanien, Portugal. Nehmen wir mal das hier. USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. Bip, bip, bip. Nächste Frage. Was bedeutet Volkssouveränität? Der König, die Königin herrscht über das Volk. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. Die Interessenverbände üben Souveränität zusammen mit der Regierung aus. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Die nächste Frage. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? Hans und Marie, Tom und Klaus, Sophie und Lisa oder Anne und Tim? Anne und Tim, weil Anne ist nicht volljährig. Ist noch nicht mal hier, wie sagt man, Age of Consent Gedöns. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Alle 3, 4, 5 oder 6 Jahre. So, nächste Frage. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Ich glaube, das war in den 60ern. Also muss es 61 gewesen sein. Wer wird meistens zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Bundestags gewählt? Ja, alle nur zweimal. Was heißt jetzt meistens? Des Bundestages. Okay, der die älteste Abgeordnete, der Ministerpräsident des größten Bundeslandes, Abgeordneter der stärksten Fraktion, ehemaliger Bundeskanzler, ehemalige Bundeskanzlerin, Abgeordneter der stärksten Fraktion. Weil Vereinsmeierei. Was ist kein Bundesland? Der Bundesrepublik Deutschland. Elsass-Lothringen. Da brauche ich noch nicht mal groß alle anderen Fragen durchlesen. Antworten. Alle Fragen, alle Antworten durchlesen. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? Das Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Nächste Frage. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule Sprachunterricht nimmt, Politikunterricht nimmt, Geschichtsunterricht nimmt oder Religionsunterricht nimmt. Nächste Frage. Frau Frost arbeitet als festangestellte Mitarbeiterin in einem Büro. Was muss sie nicht von ihrem Gehalt bezahlen? Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Umsatzsteuer. Nächste Frage. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Das Abitur. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der wohnt und wählen möchte, Bürger ist und 18 Jahre alt, seit mindestens 3 Jahren hier lebt. Bürger und 21, dann nehmen wir Bürger und 18 Jahre alt. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag? 27. Januar? War das im Januar, dass der Zweite Weltkrieg aufhört? Nee. Verabschiedung des Grundgesetzes war auch im Mai, oder? Wiedervereinigung war auch nicht, also muss das Opfer des Nationalsozialismus? Ja, richtig, gut. Nächste Frage. In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. Schwieriger. Cool.
Was ist die Arbeit eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Deutschland regieren, Recht sprechen, Pläne erstellen, Gesetze erlassen. Okay, dann sagen wir mal Recht sprechen. 7 noch. In Deutschland dürfen Menschen offen sagen, offen etwas gegen die Regierung sagen, weil hier Religionsfreiheit gilt. Die Menschen Steuern zahlen. Die Menschen das Wahlrecht haben. Hier Meinungsfreiheit gilt. Das sind echt billige Fragen. Nächste Frage. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Koalition. Nächste Frage. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat? Weiterarbeiten und freundlich zum Chef, zur Chefin sein. Ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin führen. Kündigungsschutzklage erheben. Den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen. Ich würde mal sagen, Kündigungsschutzklage. Wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang für die Abschottung des Warschauer Pakts gegen den Westen, Norddeutschlands gegen Süddeutschland, schön wär's, Nazi-Deutschland gegen die Alliierten, Europa gegen die USA. Zack, Warschauer Pakt. Oder wie der alte Witz lautet, der Warschauer, ich sage nur, der Warschauer Pakt. Ja, wo will er denn hin, der Warschauer? Okay, nächste Frage. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Das ist natürlich Baden-Württemberg. Nein, Sachsen. Für wie viele Jahre wird das Landesparlament in Hamburg gewählt? Ich würde mal tippen, 5. Ja. Welcher Senator, welche Senatorin hat Hamburg nicht? Justiz für Außenbeziehungen, Finanz, Innensenator. Also für Außenbeziehungen hat, glaube ich, kein Bundesland. Genau. Welches Wappen gehört zur Freien und Hansestadt Hamburg? Das erste ist Niedersachsen. Entschuldigung. Das erste ist Niedersachsen, glaube ich. Das zweite könnte Hamburg sein. Das dritte ist so eine Wellenlinie, eine Blume und ein Pferd. Und das vierte ist oben Sachsen und unten steppt der Bär. Also ich würde mal sagen Nummer 2. Okay, bestanden. Sehr gut, 33 von 33 Fragen. Was soll ich sagen? Okay, also ich könnte mich zur Einbürgerung in Deutschland bewerben. War eigentlich nicht Sinn der Sache, aber okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.